Von seinem Ruf als ruhigem Kurort hatte sich Baden-Baden an diesem Abend ein Stück weit trennen müssen, als in Brenners Parkhotel zum 15. Mal die Gala Spa Awards verliehen wurden. Mit zahlreichen prominenten Gästen feierte das People & Lifestyle Magazin die traditionsreiche Auszeichnung. Dabei hatten die Veranstalter um Chefredakteur Peter Lewandowski aufgrund der jüngsten Ereignisse in Japan und Libyen durchaus eine Absage der Preisverleihung in Betracht gezogen. Dann haben wir gesagt, hey, lasst uns das ummünzen, wir denken positiv. Die positive Berichterstattung ist ein USP von Gala und wir versuchen etwas zu tun und den Menschen dort auch zu helfen. Wir haben dann Charity-Armbänder ganz schnell produzieren lassen, die alle Gäste heute Abend bekommen haben, haben eine Spendenbox aufgestellt. Und diesem Aufruf kamen die geladenen Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Showbusiness gerne nach. Doch die Entscheidung, zur Preisverleihung zu gehen, haben sich viele nicht leicht gemacht. Es ist echt ganz, ganz schlimm. Und ich glaube auch, es ist gut zu wissen, dass die Leute hier nicht einfach sagen, boah, Kopf leeren und mal feiern. Das würde ich mich sowieso nicht wohl bei fühlen. Und ich bemerke auch wirklich, dass die Leute hier wirklich einerseits mit den Spa Awards beschäftigen, aber andererseits auch mit, was da passiert. Das ist furchtbar. Ich finde, man sollte die Menschen in Japan jetzt unterstützen. Man kann das tun, was wir hier tun, nämlich zu sammeln und zu sagen, wir spenden und zu Spenden aufrufen. Aber ich finde, dann müssen wir auch sagen, jetzt 15 Jahre Gala Spa Award und uns diesem Thema zuwenden. Alles in allem war es für die zahlreichen prominenten Gäste ein überwiegend entspanntes Wochenende, ganz im Zeichen von Wellness und Erholung. Ich liebe es, ins Spa zu gehen, sich massieren zu lassen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Muss aber ehrlich sagen, dieses Jahr hatte ich nicht so die Chance, mich jetzt zu erholen, da ich das Pech hatte, dass mein Koffer nicht mitgekommen ist im Flieger und ich jetzt den ganzen Tag unterwegs war, einen Anzug noch zu kriegen. Und bis vor einer halben Stunde hatte ich noch keinen. Ich habe eine wundervolle Massage bekommen, von der ich noch ein bisschen Nackenschmerzen habe, ehrlich gesagt. Aber es war ganz toll und lange schlafen, ausschlafen. Ich habe extra die Kinder dieses Jahr nicht mitgenommen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ich genieße es sehr. Wenn man viel arbeitet, dann muss man einfach viel erfüllen und muss sehr viel Konzentration an den Tag legen. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, sich mal an einem Wochenende auszuruhen und keinen Termin nachkommen zu müssen, dann ist das wirklich sehr, sehr schön. So ging es entspannt am Abend zur Preisverleihung des 15. Gala Spa Awards. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr das afrikanische Topmodel Alec Wack. The fact we could put our differences aside and come together. Dass wir hier zusammen sein können und Unterschiede überhaupt keine Rolle spielen, ist toll beim Gala Spa Award. Das macht Hoffnung und die Welt vielleicht ein klein wenig besser. Am Ende brachte der Abend die stolze Summe von über 30.000 Euro zusammen. Und die Gala will noch einmal nachlegen. Mit der nächsten Ausgabe startet sie einen weiteren Spendenaufruf zugunsten der Opfer in Japan.